Okay, das kommt jetzt dann doch etwas überraschend, denn Borussia Dortmund hat sich offiziell von Trainer Marco Rose getrennt und die Zusammenarbeit beendet. Das hat jetzt der deutsche Spitzenklub auf Twitter und generell in den sozialen Medien oder auf der Vereinswebseite bekannt gegeben, dass beide Parteien getrennte Wege gehen, nachdem es eine intensive Saisonanalyse gegeben hat. Trotzdem kommt diese Trennung jetzt überraschend. Zu diesem Ergebnis sind zumindest die wichtigsten Führungspositionen, also die wichtigsten Führungspersonen auch beim BVB gekommen. Also Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl und Matthias Sammer haben sich nach dieser Saisonanalyse dazu entschieden, sich von Marco Rose zu trennen. In einem offiziellen Statement sagt Hans-Joachim Watzke, dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war und ist und bleibt groß. Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben. Also wiegt die Saison anscheinend doch schwerer, als man dachte, und Marco Rose konnte die Saison nicht überstehen, zumindest konnte er seinen Job nicht behalten, denn es war anscheinend zu wenig. Natürlich war es sportlich nicht die beste Saison, man ist in der Champions League relativ sang- und klanglos ausgeschieden, gleich im DFB-Pokal, in der Liga ist man zwar Zweiter geworden, aber auch unter den Erwartungen geblieben, und Marco Rose soll anscheinend nicht dieser Trainer sein, der Dortmund eben in eine neue Ära führen soll mit den ganzen neuen Transfers um Süle, Schlotterbeck etc. und Adeyemi und so weiter, und es wird anscheinend mit einem anderen Trainer weitergemacht. Auch Co-Trainer Alexander Zickler sowie Rene Maric und Athletiktrainer Patrick Eibenberger werden den BVB auch verlassen, und der neue Trainer wird zumindest laut Borussia Dortmund in den nächsten Tagen nach Gesprächen dann auch offiziell bekannt gegeben. Natürlich gab es unter Marco Rose immer wieder Zeiten, wo eine Debatte im Raum gestanden ist, ob er der richtige Trainer für Borussia Dortmund ist. Er ist natürlich damals vom Borussia Mönchengladbach gekommen, mit großen Hoffnung, als großer Hoffnungsträger, der den Verein wie unter Klopp wieder in eine sehr erfolgreiche Zeit bringen soll. Und nachdem er damals den DFB-Pokal auch gewonnen hat unter Terzic, war die Euphorie groß, aber sie wurde etwas, ja, wie es üblich ist beim BVB eigentlich, große Erwartungshaltung, aber dann doch hat es nur für den zweiten Platz gereicht in der deutschen Bundesliga, und bei Marco Rose war das ähnlich. Trotzdem überrascht mich jetzt diese plötzliche Trennung schon, denn ich habe eigentlich gedacht, dass sie eben mit Marco Rose trotzdem noch zumindest eine Saison geben mit diesen Transfers und schauen, wie er sich damit macht, aber anscheinend haben die Spossen da einen anderen Trainer im Kopf gehabt oder waren einfach nicht zufrieden. Auf jeden Fall wird es einen Trainerwechsel geben bei Borussia Dortmund. Jetzt natürlich ganz spannend, wer wird dieser Nachfolger werden? Von vielen wird schon Edin Terzic wieder genannt, der jetzt wieder zurückkommen soll, der natürlich den DFB-Pokal gewonnen hat, aber auch andere Kandidaten. Ich meine, natürlich, es gibt natürlich Niko Kovac, aber der soll eher bei Wolfsburg im Gespräch sein. Sonst fällt mir auf die Schnelle jetzt kein Trainer ein, der jetzt wirklich sofort Weltklasse-Format hat und da gleich einspringen kann. Florian Kohfeldt wäre verfügbar, aber das ist natürlich nicht das Kaliber Trainer, die sich Borussia Dortmund hier wünscht, glaube ich. Ich bin gespannt, wenn sie suchen. Wer glaubt ihr? Wer wird Borussia Dortmund als neuen Trainer in die Zukunft führen? Und seid ihr überrascht von der Entlassung von Marco Rose? Gerne zu mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie bisher interessiert, was ihr davon hält. Und ich diskutiere wie immer gerne mit. Und gerne Bewertung lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Kanal abonnieren, und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag. Bis zum nächsten Video und ciao.